Der Anti-Mafia-Richter Imposimato beschuldigt die Bilderberg-Gruppe. 30 Jahre nach der Attentatswelle und immer noch keine Wahrheit. Wie ist das möglich? Nein, einen Teil der Wahrheit haben wir aufgedeckt. Die Sachen sind jetzt klarer. Es gab Beihilfe des Staates oder von Teilen des Staates mit der Mafia, dem Terrorismus und der Freimaurerei. Komplizenschaften, die über eine Organisation, Gladio genannt, zusammenschmolzen. Oder Stay Behind, eine internationale Organisation von der CIA betrieben. Das alles ist jetzt gut belegt. Vorher war das Science Fiction, heute ist es eine Realität, die andauert. Eine Reihe von Attentaten, um den Staat zu destabilisieren. Mit welchem Ziel? Nicht um den Staat zu destabilisieren, sondern um die politische Dynamik zu hindern. Um das politische Gleichgewicht von rechts auf die Zentrale und dann nach links zu verlegen. Sie haben das gemacht. Nicht für einen Staatsstreich, sondern um die Macht zu stärken, die öffentliche Ordnung zu destabilisieren, um die politische Macht zu stabilisieren. Und ihre Untersuchungen hat sie zur Bilderberg-Gruppe geführt. 30 Jahre, bevor wir alle von ihrer Existenz erfahren. In Wirklichkeit war es Emilio Alessandrini, der sie entdeckt hat. In einem Dokument, das ich durch ein Wunder wiedergefunden habe, habe ich den Namen dieses Dokuments aus dem Jahre 1967 aufgenommen. Und nachher fand die Bilderberg-Versammlung statt, die sich in Rom abhielt und von der keine einzige Zeitung gesprochen hat, außer der Dagospia. Und nun diese Gruppe Bilderberg. Man muss dieses sehr wichtige Dokument studieren, das ich zitiert habe. Es sagt, dass die Bilderberg-Gruppe eine der Verantwortlichen der Strategie der Spannung ist und daher auch der Attentate dieser Gruppe Bilderberg, haftbar für die Attentate. Man findet dort Regierungsmitglieder oder Nahestehende der politischen und der Unternehmerwelt. Unverständlich, dass niemand auf dem Laufenden war. Aber das sind solche Sachen, die die Bilderberg-Gruppe macht. Sie führt die Welt und die Demokratien in einer unsichtbaren Weise, um die demokratische Entwicklung dieser Demokratien zu manipulieren. Grazie, danke.